Ganz herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Wir machen heute einen super leckeren, deftigen Westernsalat. Das ist ein Nudelsalat mit lauter richtig deftigen Zutaten wie Speck, Hackfleisch, Bohnen und Mais und noch vielem mehr. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie genau das Ganze geht, solltet ihr unbedingt dranbleiben. Viel Spaß beim Video! Ja, dieser deftige Nudelsalat heute, der hat mich sofort angelacht, wo ich das Rezept entdeckt habe. Ich habe es im Cookidoo entdeckt und wir brauchen jetzt folgende Zutaten. Die schreibe ich euch natürlich wieder alle unten in die Infobox. Er ist übrigens auch für 12 Portionen. Falls ihr jetzt nicht so viel Nudelsalat braucht, dann halbiert die ganzen Zutaten einfach und ihr habt für ungefähr 6 Portionen einen Nudelsalat. So, und jetzt kommen die Zutaten. Zum einen sind das natürlich Nudeln. Dann brauchen wir etwas Salz, etwas Bacon, Öl, Zwiebeln, Hackfleisch, Pfeffer, Knoblauchzehen, wer mag, kann Kapern reintun, Essiggurken, Creme fraiche, Milch, Senf, Barbecue-Soße, selber gemachte Gewürzpaste für Gemüsebrühe, Wustersoße, hellen Balsamico, Mais, Kidneybohnen und Frühlingszwiebeln. Ja, und das war dann schon alles. Und ihr könnt euch jetzt ganz als allererstes 500 Gramm Nudeln in genügend Salzwasser al dente abkochen. Das habe ich schon gemacht. Und ich habe sie abgegossen und gut kalt abgeschreckt, damit sie nicht aneinander kleben bleiben. Und hier sind sie, die stelle ich natürlich zur Seite. Wir machen nämlich jetzt erstmal das leckere Dressing für den Nudelsalat. Und dafür gebe ich 150 Gramm Bacon in Würfeln. Ihr könnt auch so kleine Speckwürfelchen nehmen, die es ja schon fertig vorgeschnitten gibt, in den Mixtopf. Zusammen mit 15 Gramm Öl. So, das braten wir jetzt an und zwar ohne den kleinen Messbecher, den nehmen wir ab und braten das Ganze 5 Minuten bei Varoma mit Linkslauf auf der Stufe 1 an. So, der Speck ist schön angedünstet. Jetzt kommen 150 Gramm Zwiebeln in Spalten geschnitten. Ich habe die Zwiebel geschält und wie gesagt in Spalten geschnitten. Mit zum Speck und das Ganze wird ebenfalls angedünstet. Wieder ohne den kleinen Messbecherdeckel und zwar 6 Minuten bei Varoma mit Linkslauf auf der Stufe 2. Ja, und in dieser Zeit, in der jetzt die Zwiebeln nochmal mit andünsten, könnt ihr euch 250 Gramm Hackfleisch, gemischtes Hackfleisch habe ich jetzt gewählt, anbraten. Einfach in der Pfanne auf dem Herd etwas Öl in die Pfanne geben und schön knusprig anbraten. Ich habe das Hackfleisch dann noch mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Das ist meins. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ja, und wenn die Zwiebelchen schön angedünstet sind, machen wir gleich weiter. So, ich zeige euch gerade mal die Speckzwiebelmischung. So, mach mir kurz Platz. Ich habe meine abgekochten Nudeln in eine große Schüssel umgefüllt und dazu gebe ich jetzt die Speckzwiebelmischung. Und spüle anschließend den Mixtopf einfach ganz kurz mit kaltem Wasser aus. So, der Mixtopf ist schön abgekühlt. Die Nudeln stelle ich an die Seite und gebe jetzt 100 Gramm Gewürzgürkchen, gut abgetropft, in größere Stücke geschnitten in den Mixtopf, zusammen mit 2 Knoblauchzehen. Wer mag, kann jetzt noch 2 Teelöffel abgetropfte Kapern dazugeben. Das mögen wir aber gar nicht, deswegen lasse ich sie weg. Und das Ganze wird verkleinert. Ich setze auch wieder den Messbecher ein. 3 Sekunden lang auf der Stufe 6. So, jetzt einmal mit dem Spatel alles vom Rand runterschieben. Und ich gebe 100 Gramm Milch dazu.
Gramm Kräutercreme Fraiche. Zehn Gramm Senf. Hundert Gramm Barbecue-Soße. Habe ich mir vorhin schon abgewogen. Eingehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe, die habe ich mir selber hergestellt. Da habe ich euch letztes Jahr auch eine kleine Short Story hochgeladen, weil ihr sie euch ja gewünscht habt. Ihr habt euch ja ein Video über diese schnelle Gewürzpaste gewünscht und ich hatte nur auf Instagram ein Reel hochgeladen. Jetzt gibt es aber auch ein kleines, kurzes Video in den Shorts. Falls es euch interessiert, schaut da gerne vorbei. Wer mag, kann jetzt 10 Gramm Worcestersoße dazugeben. Ich habe leider keine da, deswegen lasse ich sie jetzt einfach weg. 5 Gramm heller Balsamico kommt noch dazu. Eine Prise Salz. Und eine Prise Pfeffer. Ich mache das ja wie immer mit meiner Pfeffermühle einfach so Pi mal Daumen. Und dann vermischen wir das Ganze 10 Sekunden auf der Stufe 3. Ja, und fertig ist unser Dressing. Ich zeige es euch gerade mal. Schaut mal, so lecker sieht das jetzt aus. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, gleich mal abschmecken. Euch irgendwie noch ein bisschen Würze fehlt. Super, super lecker. Richtig klasse. Also, ich finde sie perfekt. Heute fehlt mir auch kein Salz. So, jetzt mache ich mir ganz kurz Platz. Hol mir meine große Schüssel mit den Nudeln und der Speck-Zwiebel-Mischung. Gebe mein angebratenes und gewürztes Hackfleisch dazu. Eine Dose Kidneybohnen, die habe ich gut abtropfen lassen. Eine Dose Mais, die habe ich auch schön abtropfen lassen. Und 3 Frühlingszwiebeln, die habe ich schön gewaschen, die Enden abgeschnitten und in Scheibchen, in feine schräge Ringe geschnitten. Ich zeige es euch gerade mal, also ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich finde, es sieht immer schöner aus, wenn die so leicht schräg geschnitten sind. Ist aber Geschmackssache, könnt ihr machen oder ihr könnt es einfach gerade in Ringe schneiden. So, jetzt schaut mal. Sieht das nicht schon lecker aus? Richtig yummy. Jetzt kommt natürlich noch unser leckeres Dressing drüber. Einmal das Ganze vorsichtig durchmischen. Und fertig ist der deftige Westernsalat. Schaut ihn euch an. Richtig, richtig yummy. Den könnt ihr jetzt noch für ein paar Stunden im Kühlschrank gut durchziehen lassen. Und dann war's das schon. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, schaut doch gerne mal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.